ein, was sie mir angetan hat. So manches Mal, Herr, kam sie bettelnd da an die Tür, um ein Stück Brot oder einen Becher Most, und merkt es wohl. So oft ich sie mit leeren Händen wegschickte, murmelt sie. Aber was murmelt sie? Ich habe den Text vergessen. Ich glaube, ich habe ihn vergessen. Getan. Ich habe es nicht getan, jedoch gesetzlich tat's. Mylord, man hält mich hier gefangen, wider alle Völkerrechte. Nicht mit dem Schwerte kam ich in das Land, ich kam herein als Bittende. Als Bittende. Och, das ist die Stelle, du wirst sehen, da bleibe ich hängen. Das heilige Gastrecht fordernd. Das heilige Gastrecht fordernd in den Arm der blutsverwandten Königin mich werfend. Och, immer diese Stille. Wir müssen sehen, wo er sich verbirgt. Ich habe ja... Na, besonders ist die auch nicht. Ich werde auch nicht besonders sein. Ich bin viel zu aufgeregt. Als Maria Stuart darfst du doch aufgeregt sein. Die ist doch verzweifelt. Du kommst bestimmt an, glaub mir. Mich lassen die keine 5 Minuten reden und sagen, danke, es reicht. Ach, das glaube ich nicht, so wie du aussiehst. Also, wenn es danach ginge... Jetzt bin ich dran. Helga. Die holen dich doch. Das heilige Gastrecht. Das heilige Gastrecht fordernd. Wie hört sich meine Stimme an? Bin ich nicht heiser? Die Vokale, die sind doch gar nicht da, oder? Ob man noch was zu trinken kriegen kann? Helga, hier doch nicht. Jetzt doch nicht. Ich kannte einen Kollegen, der hatte beim Vorsprechen immer eine Flasche Schnaps dabei. Und nahm einen Schluck. Nicht viel, nur wenig. Aber es hat ihm immer geholfen. Willst du einen Schnaps haben? Wer ist der Nächste? Ich. Komm, hier, nimm. Was ist denn das? Cognac-Bohnen. Ich habe selbst noch nicht probiert. Aber wenn du einen Schnaps brauchst... Ja, danke. Na, sind Sie bald soweit? Ja, doch. Fräulein Zacharias. Was ist denn? Was haben Sie denn? Was ist denn los? Die junge Dame hier ist ohnmächtig geworden. Sagen Sie, wir beißen nicht. Ich glaube, es ist schlimmer. Helga! Helga! Ihre? Ja. Und Sie haben dem Mädchen davon angeboten? Ja. Ja. Danke, Doktor. Was ist mit ihr? Sie ist tot. Kommen Sie. Ich habe damit nichts zu tun. Ich schwör's. Ich bringe doch niemanden um. Wir waren Freundinnen. Sehr gute Freundinnen sogar. Schon gut. Beruhigen Sie sich. Aber Sie haben es doch von mir bekommen. Sie war nervös, kam über eine bestimmte Stelle nicht hinweg. Sie wollte unbedingt was zu trinken. Und daher erinnerte ich mich... An die Tüte mit den Cognac-Bohnen. Ja. Woher haben Sie die? Na, die Cognac-Bohnen.
Woher haben Sie die? Sie lagen bei mir zu Hause auf dem Tisch. Heute Morgen gegen 10. Ich war gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Da sah ich die Tüte auf dem Tisch. Ich machte sie auf. Cognacboden oder sowas. Keine Ahnung, wer sie mit euch hingelegt hat. Ich wollte gerade eine herausnehmen und sie probieren. Da klingelte das Telefon. Es war für mich. Helga war am Apparat. Sie hatte die Benachrichtigung bekommen, dass sie heute vorsprechen soll. Hast du sie auch bekommen, fragte sie. Ich sagte, Moment mal. Ich hatte die Post noch gar nicht durchgesehen. Ging zum Briefkasten und fand tatsächlich den Brief vom Theater. Ich habe ihn gleich aufgerissen, weil ich wissen wollte, was sie schreiben. Dann sagte ich zu Helga, ja, er ist da. Sie haben mich auch bestellt. An die Cognacbohnen haben Sie nicht mehr gedacht. Sie völlig vergessen. Ja. Völlig. Ich überlegte, was ziehe ich an? Ist ja nicht unwichtig beim Vorsprechen. Wie gibt man sich? Bescheiden? Zurückhaltend? Oder zeigt man was? Soll man ein gewisses Auftreten haben? Und was spreche ich vor? Soll ich einen Klassiker nehmen? Oder Büchner? Brecht? Die Lulu von Wedekind? Um was für eine Wohnung handelt es sich da eigentlich? Ich habe nur ein Zimmer dort. Es ist eine große Wohnung mit mehreren Mietern. Wie viele Mieter? 5. Mit mir sind es 6. War jemand von diesen Leuten in der Wohnung, als sie die Tüte fanden? Nein. Ich habe überall gleich reingeschaut. Es war niemand da. Schließen die Leute ihre Zimmer nicht ab? Es hat keinen Zweck. Die Türen haben alle das gleiche Schloss. Jeder Schlüssel passt überall. Ich schieb nur nachts, wenn ich schlafen gehe, den Riegel vor. Wer könnte Ihnen das vergiftete Konfekt ins Zimmer gelegt haben? Ich weiß es nicht. Darüber denke ich ja die ganze Zeit nach. Sie haben keinen Verdacht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand aus der Wohnung dafür in Frage kommt. Schreiben Sie mir trotzdem einmal die Namen der Leute auf, mit denen Sie da zusammenwohnen. Wer Sie sind, was Sie tun, wie Sie sich benehmen, Ihre Eigenheiten, alles, was Sie darüber sagen können. Ach ja, und dann noch etwas. Zu keinem Menschen irgendein Wort darüber, was mit Ihrer Freundin passiert ist. Haben Sie verstanden? Ja. Wem galt denn der Anschlag? Auf gar keinen Fall derjenigen, die dran gestorben ist. Ja, die das Konfekt gefunden hat, Beate Schill. Ja, kann sie nicht die Mörderin sein? Sie gibt ihrer Freundin das Gift, sodass es alle sehen, und rechnet einfach damit, dass jeder glaubt, das Ganze ist ein Versehen. Der Anschlag galt eigentlich ihr selber. Ja, das wäre aber ziemlich raffiniert, nicht? Mehr als raffiniert. Teuflisch wäre das. Was ist sie denn für ein Typ? Das kann ich nicht genau sagen. Es ist eine Mischung zwischen naiv und raffiniert. Das trifft man sehr häufig an. Schauspielerin. Ja, hat sie eine Vermutung, wer das ins Zimmer gelegt hat? Nein. Sie meint, aus der Wohnung käme keiner in Frage. Ja und? Wie geht's weiter? Na, ich kann alle Leute, die in dieser Wohnung leben, die kann ich natürlich verhören. Aber wo soll ich denn da ansetzen? Über eine reine Personalienfeststellung käme ich da gar nicht raus. Außerdem können die Cognacbohnen auch von außen hereingebracht worden sein. Die Wohnung wird sehr selten abgeschlossen. Da gehen eine Menge Leute raus und rein, die Türen stehen immer offen. Ist was? Hm. Oh ja, Beate Schill sagt, in der Wohnung ist noch ein Zimmer frei. Und? Zieh da ein. Sag mal, du hast Ideen. Na, nimm das Zimmer, miete dich da ein und stell die Ohren auf. Der Tod des Mädchens im Theater ist noch nicht bekannt geworden. Die Pressemitteilung darüber haben wir noch zurückgehalten. Für den Mörder liegen also die Cognacbohnen immer noch auf dem Tisch. Diese da. Moment mal, sind das die... Nein, das sind nicht die Originalbohnen, die sind im Labor. Die da habe ich gekauft, sind die gleichen. Das ist die gleiche Tüte. Für den Mörder, Harry, ist der Mord noch nicht passiert. Er wartet noch drauf. Und das Mädchen? Die weiß, dass du morgen kommst.
gib ihr das. Sie soll es in ihr Zimmer legen, an die gleiche Stelle. So, als habe sie es noch gar nicht angerührt. Ja? Es gefällt mir. Ich nehm's. Schnell entschlossen, sowas mag ich. Sehr schön. Also dann, abgemacht. Wann wollen Sie einziehen? Ja, am besten gleich. Wunderschön. Dann werde ich Ihnen jetzt unsere Mitbewohner vorstellen, soweit Sie zu Hause sind. Wir sind nämlich eine große Familie, was Sie hoffentlich nicht als einen Nachteil ansehen. Wolfgang, kommst du mal? Ich möchte unseren neuen Mieter vorstellen, Herrn Klein. Das freut mich sehr. Guten Tag. Guten Tag. Mein Bruder ist Lektor, was ihm erlaubt, seine Tätigkeit zu Hause auszuüben. Woran arbeitest du denn gerade? Es ist ein wissenschaftliches Werk über Schmetterlinge. Oh, da wollen wir nicht länger stören. Ah, ich bitte dich, ich stehe gerne mal von meinem Stuhl auf. Schmetterlinge. Davon habe ich noch gar nichts gewusst. Das ist interessant, nicht? Ach, man kann ihn tatsächlich alles fragen. Und jetzt auch alles über Schmetterlinge. Herr Serbal, er legt sich manchmal nachmittags, wenn er vom Geschäft kommt, etwas hin. Hoffentlich habe ich nicht gestört. Oh, entschuldigen Sie, ich habe das Klopfen fast überhört. Na, ich muss mich entschuldigen. Das ist unser neuer Mieter, Herr Klein. Guten Tag. Ah, guten Tag. Neuer Mieter? Wo zieht er denn an? Ist denn jemand ausgezogen? Na, das würden Sie doch wissen. Naja, kann ja sein, dass von heute auf morgen, dass da... Es ist das Zimmer neben Beate. Ach so. Na gut. Ich wünsche Ihnen hier einen guten Aufenthalt. Danke. Man muss nachsichtig mit ihm sein. Er ist sehr sensibel, leicht verletzbar, hat nur Zahlen im Kopf. Er ist Geschäftsführer der Alpha-Kette, ja, Supermärkte und so, ein wichtiger Mann für uns. Ich meine, für unsere Küche. Wir sind immer unterrichtet über die neuesten Sonderangebote. Unser Architekt steht kurz vorm Examen. Mal sehen, ob man ihn stören kann. Herr Herwig? Ja, bitte. Oh, ich sehe, ich habe Sie gestört. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen nur unseren neuen Mieter vorstellen. Ja, dann tun Sie es doch. Wer ist es denn? Dieser junge Mann. Klein ist mein Name. Herwig. So, Sie wohnen jetzt also bei uns. Das vordere Zimmer? Aber ich habe Ihnen noch gesagt, dass ich das Zimmer gerne hätte. Ich wollte mit diesem hier tauschen, haben Sie das ganz vergessen? Nein, das habe ich nicht vergessen. Aber Sie konnten mir für Ihren Wunsch keine richtige Begründung angeben. Und dann, Sie haben sich doch schließlich hier eingerichtet. Nägel an die Wände geschlagen, Haken für Ihre Bilder. Sie hätten das Zimmer völlig wiederherstellen müssen, und zwar auf Ihre Kosten. Und entschuldigen Sie, wenn ich davon rede. Aber sieht es mit Geld so rosig aus bei Ihnen? Schon gut, schon gut. Herzlich willkommen in dieser Wohnung. Was machen Sie? Was treiben Sie? Ich bin Journalist, Kritiker freiberuflich. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie nur seriöse Leute bei sich aufnehmen? Also bitte, Herwig, ja, bitte. Vielleicht man Sie hochnehmen kann. War nicht so gemeint. Ironisch. Ist ironisch. Aber ich glaube, fast alle jungen Leute sind heute so. Von Ausnahmen abgesehen. Er wollte gerne ein Zimmer haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Ah, Frau Wollack. Sie haben uns sicher schon gehört. Ja, das habe ich. Das ist Herr Klein, unser neuer Mieter, Frau Wollack. Guten Tag. Warum ist er so jung? Sie sagten, wenn ich Sie daran erinnern darf, keine jungen Mieter mehr. Wie alt sind Sie? 35. So jung ist das nicht mehr, Frau Wollack. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe einen sehr guten Eindruck von Herrn Klein. Wie lange kennen Sie ihn? Etwa eine Stunde, Frau Wollack. Na ja, das ist Ihre Sache, Frau Pacher. Und es ist Ihre Wohnung. Für das, was darin vorgeht, sind letzten Endes Sie verantwortlich. Wie meinst du das denn? Ich weiß nicht. Jetzt haben Sie möglicherweise einen sehr schlechten Eindruck von Frau Wollack. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Ich habe sie auch schon sehr ausgelassen gesehen. Nach Alkohol allerdings. Dann singt sie in der Küche. Eine Seele, die sich im Gesang befreit, wie man so schön sagt. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Man nennt mich nur Mimi, weiß nicht warum. Das singt sie herzbewegend. Da sitzt hier der Ton. Ah, kommt gerade unsere letzte Mitbewohnerin, Beate. Guten Tag, Frau Pacher. Tag, Beate. Darf ich Ihnen diesen jungen Mann vorstellen? Das ist Herr Klein, unser neuer Mieter. Was, Sie haben das Zimmer schon vermietet? Mhm. Und Herr Klein zieht heute noch ein. Ach, das freut mich. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein... Schill. Wir sagen alle nur Beate zu ihr. Wir lieben sie alle. Nicht wahr, Beate? Sie ist das Herz dieser Wohnung.
die machen mich ja richtig verlegen. Ich weiß, was Sie sagen. Ich beziehe mich auf die belebende Wirkung, die Sie ausüben. Auf jeden von uns. Tue ich das? Das wissen Sie doch ganz genau, meine Liebe. Ich brauchte nur diesen jungen Mann anzusehen. Der ist gerade 5 Zentimeter gewachsen. Was bin ich? Beeindruckt sind Sie. Sie sind beeindruckt, sehe ich an Ihrem Gesicht. Herr Klein ist Kritiker, Journalist, Fräulein Schill ist Schauspielerin. Im Moment ohne Engagement, was keiner von uns versteht, weil es so viel Liebreiz. Sie haben nur gestern vorgesprochen, wie war es denn? Ach, ich bekomme morgen Bescheid. Na, hoffentlich einen guten. Wir wünschen es Ihnen alle. Das weiß ich, Frau Pacher. Sie haben schon 5 Bewunderer in dieser Wohnung. Ich wette jetzt auch einen 6. Entschuldigen Sie mich bitte. Du benimmst dich unmöglich. Ja? Hallo? Die Kommode. Schieben Sie sie zurück. Niemand weiß, dass ich einen Schlüssel zu dieser Tür habe. Kommen Sie. Ach, haben Sie Ihr Zimmer abgeschlossen? Ja, wozu denn? Tun Sie's. Okay. Sie sind es also? Ja, ich bin's. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wer da wohl kommt. Sie wissen ja, ich bin eingeweiht. Ja, ja, ich weiß. Ich bin froh, dass Sie da sind. Moment mal, ich habe was mitgebracht. Also die hier sind nicht giftig, die sehen nur genauso aus. Die Tüte ist auch die gleiche. Wollen die andere Tüte gelegen? Da auf dem Schreibtisch in der Obstschale. So etwa? Ja, ungefähr so. Wenn Sie sie bitte so liegen lassen, es soll nämlich so aussehen, als hätten Sie bisher noch keinen Appetit drauf gehabt. Ah, ich verstehe. Ja, wissen Sie, wir gehen davon aus, dass der Mörder sich hier in der Wohnung befindet. Er wird vielleicht hier reinkommen, die Tüte da sehen und sich möglicherweise durch sein Verhalten verraten, durch Gesten oder Fragen oder sowas. Also wenn Sie da in die Richtung ein bisschen aufpassen. Okay? Okay. Boah, hoffentlich mache ich das alles richtig. Das wird schon klappen. Aber ich habe Angst. Jedenfalls bin ich froh, dass ich diesen Schlüssel da habe. Da kommt jemand. Beate? Ja? Sie hatten den Riegel vor? Am Tag? Ja, ich... Angst? Weil ein Fremder im Haus ist? Ist es deswegen? Ich weiß nicht. Darf ich? Bitte. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, wie Sie ihn finden. Ganz reizend. Das wollte ich hören. Mir waren nämlich plötzlich Bedenken gekommen. Bedenken? Weshalb? Ich dachte, ich hätte Sie vielleicht auch alle fragen sollen, ob Sie mit diesem neuen Mieter einverstanden sind. Ach. Sie könnten mir einen Vorwurf machen. Aber nein, Frau Pacher. Sie sind liebenswürdig wie immer. Süß. Es war Frau Pacher. Hoffentlich hat sie nicht gemerkt, dass der Schlüssel steckt. Einen Moment. Er kommt gerade. Harry ist dran. Harry? Ja, ich bin eingezogen. Für das ist vielleicht eine kahle Bude. Also lange halte ich das nicht aus. Das sollst du auch gar nicht. Also, schieß mal los. Was sind das für Leute da? Sag mir die Namen, die Beschreibung. Ja, ja, ich mache mir Notizen. Ja. Pacher.
Wolfgang. Mhm. Ne? Schmetterlinge. Oh, nein, nein, verstehe schon, ja. Nein, gib mir Charakteristika, Wesen, Benehmen. Sanft. Tja, und dann noch ein Herr Serval, Geschäftsführer in einem Supermarkt. Sensibler Typ, etwas unbeherrscht. Ja. Unbeherrscht, ja. Ist gut, Harry. Ach du, noch eins. Alles, was Beate Schill sagt, was sie tut, was sie erzählt, ist wichtig für mich. Ihre Beziehung zu den Mietern in der Wohnung, wie sie sich ihnen gegenüber verhält, bei ihr liegt das Motiv. Sehr schön. Sehr gut. Guten Abend. Ich sehe, Sie sind leise. Sie nehmen Rücksicht. Ein Pluspunkt. Sie waren noch mal aus? Ja, auf ein kleines Bier. Ja, das hätten Sie auch hier tun können. Wir haben im Kühlschrank immer Bier. Jeder nimmt sich, macht nur eine Notiz auf einem Zettel. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Ah, Frau Bullock, Sie macht sich noch Ihren Tee. Ich zeige Herrn Klein, wo er sich ein Bier holen kann, wenn er Lust darauf hat. Sehen Sie, da steht alles. Ah, ja. Und der Block? Wo ist er denn schon wieder? Da liegt er doch. Also. Hier den Namen hinschreiben und hier, was Sie sich genommen haben. Das ist alles. Guten Abend. Man ist doch auf. Ich zeige Herrn Klein gerade, wo er sich was holen kann. Das wollte ich auch gerade tun. Gestatten Sie? Bitte. Schon ein bisschen eingelegt? Sie werden sehen. Gibst du mir ein Glas, Anne? Sie werden sehen, dass Sie in eine Gemeinschaft hineingeraten sind, der Sie nun nicht mehr entkommen werden. Wolfgang, wie sich das anhört. Mach unseren jungen Freund doch nicht ängstlich. Ist denn noch was los? Geben Sie Ihren Einstand. Nein, das nicht. Aber es ist eine gute Idee. Wenn Sie erlauben und wenn der Eischrank was hergibt, vielleicht Sekt. Sekt will ich spendieren. Das tut mir leid. Sekt habe ich im Augenblick nicht. Aber dafür habe ich Schnäpse. Also mir ist es recht. Ich meine, wenn es den Herrschaften recht ist. Ja, ja. Frau Bullock, die Gläser. Ich höre da noch Lärm. Kommen Sie nur herein. Herr Klein will mit uns anstoßen. So. Möchte er. Das ist uns einen Schnaps wert, nicht wahr? Kommen Sie, lieber Freund. Na gut, ich will mich da nicht ausschließen. Ein Schnaps also. Gut. Ausnahmsweise. Spielen Sie hier nicht in Enthaltsamen. Das wäre wirklich ganz falsch. Das wäre geradezu komisch. Also bitte, ja, bitte, Wolfgang. Das ist eine reizende Idee, vor Ihnen uns einzuladen. Also ich jedenfalls freue mich darüber. Also dann, besten Dank und darauf, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Woran ich keinen Zweifel habe. Was meinen Sie damit? Wie, was meine ich damit? Es hörte sich an, als wollten Sie etwas damit ausdrücken. Beruhigen Sie sich. Nichts. Gar nichts. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Nicht schlecht. Besten Dank jedenfalls. Ich danke auch. Aber wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben Beate vergessen. Beate schläft schon. Schläft schon? So früh? Sie sagte, sie sei müde. Wir wussten ja auch nicht, dass wir noch so nett beisammen sein würden. Vielleicht ist sie noch wach. Sie haben doch gehört, sie schläft schon. Wollen Sie sie wecken? Es käme auf einen Versuch an. Einen Schnaps trinkt sie immer mit. Also ich bin wirklich auch dagegen. Aber warum denn? Wir können Sie doch mal fragen. Fragen kostet ja nichts. Wir klopfen an Ihre Tür und fragen Sie, ob sie Lust hat. Kommen Sie. Wolfgang, bitte, sie schläft doch. Wir können ja mal versuchen, ob man was hört. Radio vielleicht. Sie könnten uns morgen vorwerfen, dass wir sie nicht geholt haben. Mir hat sie gesagt, dass sie vor Mitternacht nie ein Auge zutut. Beate? Was sagen Sie dazu? Beate, schlafen Sie schon? Klopfen Sie noch kräftiger. Was heißt denn, klopfen Sie kräftiger? Ich habe überhaupt noch nicht geklopft. Beate? Ich finde es wirklich nicht richtig, was Sie da tun. Beate? Ja, bitte? Wer ist denn da? Herr Serval? Wir alle sind da, Beate. Wir trinken einen Schnaps mit unserem neuen Mieter. Jetzt Sie. Ja, hier ist Pacher. Ich bin es, Beate. Wir haben hier ein kleines Fest. Bitte, Anne. Beate, wir stehen alle vor Ihrer Tür. Ja, wirklich alle. Auch Frau Wollack. Wollen Sie nicht noch ein bisschen zu uns kommen? Aber ich habe schon geschlafen. Tut mir leid. Entschuldigen Sie. Wir müssen uns entschuldigen.
Ich hatte es Ihnen gesagt. Das war wirklich ein ganz unmögliches Benehmen. Tja. Gute Nacht. Was willst du noch? Gelegenheit für mich, alle auf einmal zu sehen. Ich habe einen ausgegeben. Habe ich einen Fehler gemacht, indem er mich ablehnte? Nein, nein. Es war schon okay. Ich war so müde. Vom Nachdenken. Ich bin früher als sonst schlafen gegangen. Das war richtig. Außerdem hatte ich Angst. Ich bin dauernd aufgestanden und habe nachgesehen, ob der Riegel wirklich vorgeschoben ist. Dann kann ja nichts passieren. Aber schlafen kann ich trotzdem nicht. Ja, aber ich würde trotzdem ins Bett gehen. Nein, nein, ich... Bitte bleiben Sie bei mir. Setzen Sie sich neben mich. Ich kann einfach die Augen nicht zumachen. Dauernd sehe ich das Theater, wie Helga hinfällt, plötzlich zusammensackt. Sie müssen nicht mehr daran denken. Ja. Darf ich mir da eine nehmen? Wie? Aber ja, natürlich. Ich denke dauernd über den Tod nach. Und darüber, dass jemand die Absicht hat, mich zu töten. Ich fange an zu zittern. Sehen Sie? Ich bin froh, dass Sie da sind. So fühle ich mich wohl. Die Angst geht einfach weg. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie Ihren Arm um mich legen. Ich hatte so große Hoffnungen in dieses Vorsprechen gesetzt. Theater ist meine große Leidenschaft. Spielen. Gefühle haben. Leben. Kann man ohne Gefühle leben? Ja, Harry, was gibt's Neues? Nichts Neues. Außer, dass ich jetzt alle kennengelernt habe. Wie ist dein Kontakt zu diesem Mädchen? Sehr gut. Es ist eine ganz erstaunliche Person. Ja, weil sie ganz reizend ist. Jeder mag sie. Was ich verstehen kann. Das Mädchen hat auch einen ganz besonderen Charme. Frau Pacher sagt zum Beispiel, sie ist das Herz der Wohnung. Ja, das Herz. Mit anderen Worten, alle lieben sie. Na, dann pass mal auf dich auf. Und vergiss nicht, ich bin auf Informationen angewiesen. Ich sitze hier herum und mache Sandkastenspiele. Ja! Herr Klein? Ja, was gibt's? Ach, können Sie mir bitte mein Badetuch bringen? Ich hab's vergessen. Ja, mach ich. Danke. Kommen Sie mit rein. Macht's Ihnen was aus, mich abzutrocknen? Nein, ich... Den Rücken. Schön machen Sie das. Danke, Harry. Macht es Ihnen was aus, wenn ich Harry zu Ihnen sage?
bitte. Sie suchen Kaffee? Ja. Den von Fräulein Schill, nicht wahr? Ich sehe zwei Tassen und reime mir alles zusammen. Sie waren spazieren, hm? Ja. Das ist Ihr Kaffee. Sehen Sie, da steht der Name. Beate. Danke. Wir markieren alle Vorräte mit Namen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Beate, die den Kaffee gefiltert. Sie haben sich angefreundet, hm? Geben Sie es nur zu. Beate hat ihre Wirkung auch auf Sie ausgeübt. Hat sie? Genieren Sie sich nicht. Sie hat alle. Sie hat alle unsere Männer hier verrückt gemacht. Das ist komisch. Einmal bin ich glücklich. Und jetzt zum Beispiel bin ich traurig. Und wieso das? Muss man einen Grund haben? Es ergibt sich einfach. Irgendetwas ist immer im Hintergrund. Die Wahrheit. Oder sowas. Richtig fröhlich ist man eigentlich nur, wenn man nicht daran denkt. Und plötzlich wird man nachlässig. Hat nicht aufgepasst. Und auf einmal ist sie wieder da. Die Wahrheit. Dann werde ich traurig. Und dann brauche ich Hilfe. Rauch nicht so viel. Und du trink nicht so viel. Schon fertig? Dann kommen Sie nur herein. Ich wasche das gleich ab. Nein, nein, lassen Sie nur. Das machen wir. Nicht wahr, Frau Wollack? Das machen wir gern. Hatten Sie einen netten Nachmittag? Ja, den hatte ich. Sie kann reizend erzählen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Serban. Sie kommen schon mittags nach Hause? Ja, ich hatte keinen Appetit. Ich will nur ein Bier trinken und ein Brot essen. Ja, ich mache Ihnen eins. Schinken oder Wurst? Schinken. Ja, sofort, Herr Serban. In 5 Minuten, ist das recht? Ja, ist gut. Sie haben Kaffee getrunken. Beate und Herr Klein. So, haben Sie. Aber bilden Sie sich nichts ein. Wir haben alle schon mit ihr Kaffee getrunken. Harry? Ja? Kommen Sie zu mir herüber. Sag mal, was treibst du eigentlich? Dass das Mädchen reizend ist, das weiß ich schon. Das sagst du jedes Mal. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Hör zu, Harry. Serbal hat zu dir gesagt, Kaffee getrunken haben wir alle schon mal mit ihr. Was heißt das? Das könnte heißen, geschlafen haben wir alle schon mal mit ihr. Eben. Das Mädchen ist sehr sympathisch. Na gut, aber jetzt verliere nicht die Distanz zu den Dingen. Ich muss wissen, schläft das Mädchen vielleicht mit allen Leuten da? Hallo, Herr Herwig. Ach, Sie? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Worum geht es denn? Ja, es ist mehr eine private Sache. Wie lange wohnen Sie denn schon bei uns? 3 Tage. Und schon haben Sie ein privates Problem. Soll ich Ihnen sagen, wie Ihr Problem heißt? Beate Schill. Sie haben mit ihr geschlafen, habe ich recht? Bemühen Sie sich nicht um eine Ausrede. Für mich gab es dabei überhaupt nur eine Frage, wie schnell es geht. Wie schnell sie es schafft. Wie schnell schafft sie es denn? Was denken Sie denn? Sie hat sie gesehen und sie ist ohne Umschweife auf sie zugegangen. Ohne zu zögern. Beantworten Sie mir eine Frage. Sie hat einen Schlüssel für die Verbindungstür, nicht? Hat sie den? Schon gut, das reicht mir. Das ist unglaublich.
Na, jedenfalls wissen Sie jetzt, warum ich mein Zimmer gegen das Ihre tauschen wollte. Haben oder hatten Sie ein Verhältnis mit ihr? Mann, stellen Sie mir doch nicht solche Fragen. Wie kommen Sie überhaupt dazu? Dann können Sie mich auch gleich fragen, ob ich mit ihr gebumst habe. Jedenfalls sollten Sie etwas zurückhaltender sein. So kurz, wie Sie bei uns wohnen. Sie haben mich doch eingeladen, nicht? Ja, das habe ich. Dann bezahlen Sie auch. Übrigens, die Sache ist etwas komplizierter, als Sie denken. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der etwas mit Beate hatte. Oder hat. Herr Klein, nett, dass Sie mich besuchen. Ja, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, keinesfalls. Kommen Sie auch herein, bitte. Sie sehen mich mitten in der Arbeit. Ein interessantes Buch, das ich lektoriere. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Fühlen Sie sich wohl hier bei uns? Ja. Ich hab's mir gedacht. Beate, nicht wahr? Entschuldigen Sie, es ist nicht sehr schwer zu erraten. Sie erleben etwas. Ist dieser Ausdruck falsch? Sie erleben eine Liebesgeschichte. Gar kein Zweifel. Sie können es nicht leugnen, auch gar nicht verbergen. Ist das so? Und wenn es so wäre? Sie können bei mir auf Verständnis rechnen. Mir ist das genauso ergangen mit Beate. Von ihr spreche ich. Von ihr und von mir. Ich reagiere leicht auf Wunder, ob sie so aussehen oder anders. Ich habe immer darauf reagiert. Wollen Sie damit sagen, dass Sie eine Beziehung zu Beate hatten? Ich hatte eine Begegnung. Von der Art, die im Leben eines Menschen sehr selten ist. Eine Begegnung, die zugleich eine Aufforderung ist, das Leben völlig zu ändern. Sich ganz einzustellen auf das Erlebnis. Sie hätte von mir alles verlangen können. Sogar die Aufgabe meines Berufes. Sie lieben Beate. Ja, das ist richtig. Entschuldigen Sie, ich hatte nicht die Absicht, davon zu sprechen. Es tut mir leid, wenn ich etwas gesagt habe, was Sie sich zu Herzen nehmen. Haben Sie mit ihr geschlafen? Sie missverstehen da etwas. Diese Bezeichnung ist falsch. Ist zu grob für das, was zwischen uns passiert ist. Was sich zwischen uns ereignet hat, ja, so lässt sich das besser ausdrücken, was sich zwischen uns ereignet hat. Ich wiederhole, dieses Mädchen ist so etwas wie ein Wunder. Und ich begreife, dass man auf Wunder kein ausschließliches Anrecht hat. Was ich gern gehabt hätte, würde heute noch dafür alles tun. Harry, Ich werde für Sie heute Abend etwas kochen. Das habe ich gerade beschlossen. Ich bin zwar keine gute Köchin, aber ein Gericht kann ich. Und das wäre? Etwas Mexikanisches. Brennt wie Feuer. Einverstanden? Ja, also mir kann es nicht scharf genug sein. Ich muss aber erst Frau Pacher fragen. Sie hält nämlich nichts von meinen Kochkünsten. Sie sagt, Beate, Sie haben zwar viele Talente, aber kochen können Sie nicht. Und ich muss ihr recht geben damit. Aber nicht ganz recht. Naja, Sie werden ja sehen. Was? Chili brauche ich. Herr Serbal. Tag, Beate. Tag. Tag, Herr Klein. Grüß Gott, Herr Serbal. Chili, höre ich, brauchen Sie? Ja. Kochen Sie heute Abend mexikanisch? Ja, das möchte ich. Sie kocht schauderhaft, ich warne Sie. Ihr mexikanisches Gericht allerdings hat es in sich. Hat sie es Ihnen gemacht? Ja. Einmal. Um Verbrennungen ersten Grades kommt man nicht herum.
Na, Herr Klein? Beate ist schon weg. Ist irgendetwas? Ja. Na, Sie können doch keine Sorgen haben. Welcher Art sollten die wohl sein? Sie haben da ein paar Bemerkungen gemacht. Ich habe Bemerkungen gemacht? Ja, die Sie und Beate betreffen. Ah ja. Ein Gedanke, der Sie stört. Lieber Herr, gewöhnen Sie sich daran und rechtzeitig. Dieses Mädchen haben Sie nicht allein. Haben Sie es auch? Ich hätte gerne eine Antwort auf meine Frage. Lassen Sie mich zufrieden, verstehen Sie? Ich will nicht mit Ihnen darüber reden. Lassen Sie die Personalakte überprüfen. Na, wie war das mexikanische Essen? Ja, so scharf, dass ich gar nicht weiß, wie es eigentlich geschmeckt hat. Und wie war der Nachtisch? Sag mal, verhörst du mich? Harry! Ja, so gut, ich gebe zu, das Mädchen macht einen gewissen Eindruck auf mich, einen sehr starken Eindruck. Ja, du sagst es. Aber es würde dir genauso gehen. Es würde jedem passieren. Ja, es ist ja wohl auch jedem passiert, zumindest in der Wohnung da. Um es mal ganz nüchtern zu sagen, sie hat mit allen Männern geschlafen. Mit Herwig, mit Pacher, mit Serval. Ja, das klingt so brutal, so kann man das nicht sagen. Sie meint es nicht so. Nee. Das sagt auch Pacher. Also, wie sie es meint, spielt ja nun wirklich keine Rolle. Ich habe ja von einer gehört, die tat's nur, um nicht so spießig zu sein. Mich interessieren nur die kriminologischen Fakten. Nur als solche sollen sie gesehen werden. Okay, okay, hast ja recht. Da liegen die Motive, Harry, Eifersucht. Einer von diesen Männern reagiert vielleicht auf Nebenbuhler, könnte der Mörder sein. Ein Mörder, der noch gar nicht weiß, dass er schon einer geworden ist. Was soll ich machen? Soll ich nicht mehr hingehen? Natürlich gehst du wieder hin. Sehr interessant, was du bis jetzt festgestellt hast. Nur die Frauen, Harry. Von den beiden Frauen wissen wir noch zu wenig. Sie frühstücken schon miteinander. Ja, wir... Sie müssen mir nichts erklären. Das ist nicht nötig. Gewisse Dinge kann man gar nicht erklären. Ich sehe jedenfalls ernsthaftes Interesse bei Ihnen. Ich persönlich habe ja nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Aber wie meinen Sie das? Das können Sie nicht verstehen. Aber ich denke an meinen Bruder. An ihn denke ich, wenn ich das sage. Er hat mit ihr auch schon mal mexikanisch gegessen. Mexikanisch kam er mir danach selber vor, ich meine fremd. Ein Mensch, den ich überhaupt nicht wiedererkannt habe. Wieso? Ja, wo soll ich da anfangen? Er vernachlässigte völlig seinen Beruf. Keine Konzentration mehr, keine Pünktlichkeit, kein Zeitgefühl. Alles Dinge, die in mir die größte Sorge hervorgerufen haben. Mein Bruder hat nicht geheiratet. Wir haben immer und die letzten Jahre ganz eng zusammengelebt. Ich habe immer für ihn sorgen dürfen. Ich kann also beurteilen, in was für eine Krise er da geraten war. Sie vernachlässigen doch nicht auch schon Ihren Beruf. Das kann ich mir gar nicht leisten. Und Sie begreifen hoffentlich, dass ich nichts damit gegen Beate sage. Das ist ein süßes Mädchen. Ich liebe sie. Was sagt denn Frau Wollack dazu? Frau Wollack? Sie wollen ihn kaufen? Meinen Wanderzirkus? Reichtümer kann man damit nicht erwerben. Die Zuschauer kommen nicht in Massen. Hin und wieder mal einer. Aber dennoch, wir fühlen uns wohl bei dem bescheidenen Leben, das wir führen. Mein Clown, mein Elefant, mein Seehund und ich. Wenn ich auf dem Drahtseil stehe, so hoch, dass ich den Regen auf dem Zeltdach höre. Das Stück heißt Wanderzirkus. Ich weiß wirklich nicht, warum es niemand aufführen will. Das ist doch schön. Und wenn ich auf dem Drahtseil stehe, so hoch, dass ich den Regen auf dem Zeltdach höre. Ich höre ihn wirklich. Ist das nicht wunderbar? Wenn man Dinge sehen,
hören und fühlen kann, die es gar nicht gibt? Beate! Ich vergesse es immer wieder. Kann man die nicht wegtun? Nein, das geht nicht. Was soll denn das Ganze noch? Was erwarten Sie sich eigentlich? Glauben Sie denn immer noch, dass der Mörder sich verrät? Mögen Sie Frau Pacher? Natürlich. Kann ich Ihnen was abnehmen, Frau Pacher? Vielen Dank, Herr Klein. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Sonst hilft mir immer Frau Wollack, aber die ist heute wieder mal beim Rechtsanwalt. Beim Rechtsanwalt? Die Arme ist geschieden und ihr Mann zahlt so schlecht. Ah, die drücken sich ja alle, wo es nur geht. Dabei war Frau Wollack 20 Jahre verheiratet. Wir haben übrigens 2 Geschiedene in der Wohnung. Ja, wen denn noch? Herrn Serbal. Haben Sie sich noch nicht gefragt, warum dieser Mann möbliert wohnt in einem Zimmer? Bei der Position, die er hat, da könnte er sich doch eine Wohnung leisten, mit allem Komfort. Ja, warum tut er es dann nicht? Frisch geschieden. Keine 4 Monate ist das her. Der war großzügig. Der hat seiner Frau die Wohnung gelassen, überhaupt alles, und sitzt nun hier in einem Zimmer und fragt sich wahrscheinlich, was ihm eigentlich passiert ist. Macht er nicht auch auf Sie einen hilflosen Eindruck? Ich finde ihn eher unbeherrscht. So sind doch Männer, wenn sie hilflos sind. Also, Serbal ist geschieden, Frau Wollack auch. Und Frau Wollack interessiert sich für Herrn Serbal, sagst du? Sagt Frau Pacher. Was für einen Eindruck macht denn diese Frau Wollack auf dich? Mal abgesehen davon, dass sie versponnen ist und einen Tick hat. Ja, nicht sehr freundlich und dass er sich eben Herrn Serbal einbildet. Ja, nun nehmen wir doch mal an, diese Frau führt ihre Fantasie spazieren im Zusammenhang mit einem Mann, der sich in der gleichen Lage befindet wie sie. Auch geschieden, auch ein wenig hilflos. Und dieser Mann, mit dem sich da irgendwas vorgestellt hat, vielleicht hat er Hoffnungen gemacht, der verliebt sich plötzlich in das junge Mädchen, das auf dem gleichen Flur wohnt. Er trinkt mit ihr Kaffee, hat er selber gesagt. Sie kocht ihm mexikanisch, so wie Pacher, so wie dir. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, aber drück's ruhig aus. Frau Wollack hat eine doppelte Enttäuschung getroffen. Ja, sag mal, ist er denn noch nicht gekommen? Nein, noch nicht. Ach, ich müsste das Fleisch aus dem Ofen nehmen. Tust doch. Macht der neuerdings Überstunden? Er sagt es. Aber ich glaube, er geht noch trinken nach Dienstschluss. Trinken, der? Na, da passt er ja gut zusammen. Beate, wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Wie war denn das Vorsprechen? Oh, ich glaube, es war sehr gut. Sie wollen mir morgen Bescheid geben. Was haben Sie vorgesprochen? Gleich 2 Rollen auf einmal. Sonst winken Sie schon bei der ersten ab. Du, sie hat heute wieder vorgesprochen. Und mit gutem Erfolg. Das freut mich, Beate. Ich habe immer gesagt, Sie werden einmal Glück haben. Was höre ich da? Glück gehabt? Beate angenommen? Morgen kriege ich Bescheid. Aber sie hat ein gutes Gefühl, sagt sie. Dann werden wir aber morgen mal feiern. Na, noch ist es ja nicht raus. Was ist denn hier los? Eine Versammlung? Wir werden morgen Sekt brauchen. Haben Sie da was Günstiges im Sonderangebot? Beate wird morgen vielleicht eine gute Nachricht bekommen. So wird sie. Na, viel Glück. Herr Serbal. Ich habe etwas gebraten. Eine Kalbsschulter mit Möhren und... Ich habe keinen Hunger. Hatte ich Sie gebeten, für mich zu kochen? Nein, das nicht. Na also, warum tun Sie es dann? Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie sollen das Fleisch aus dem Ofen holen. Fleisch muss man sehen und riechen. Das glaube ich auch. So wie Sie kochen, Frau Wollack. Stecken ja auch 20 Jahre Erfahrung dahinter. Hausfrauenerfahrung. Erfahrung, die manchmal am wenigsten geschätzt wird. Komm, Wolfgang, trinken wir unseren Tee. Schade um den schönen Braten. Ach, lassen Sie mich doch zufrieden! Schicken Sie mir auch einen ein?
Warum sind Sie so böse zu Frau Wollack? Sie wissen doch, was sie für Sie empfindet. Ich habe ihr keine Gelegenheit gegeben, etwas für mich zu empfinden. Wenn sie das tut, ist das ihr Problem. Aber Sie sind doch genauso allein wie sie. Ist es denn da so schwierig, sich ein bisschen näher zu kommen? Ich meine, es muss ja nicht gleich die große Liebe sein. Ich mag diese gluckenhafte Art von ihr nicht. Dieses Besitzen wollen um jeden Preis. Und mit jedem Tag ein Stück mehr, Beate. Man kann Gefühle nicht erwidern, wenn sie nicht vorhanden sind. Aber deshalb muss man doch niemand verletzen. Also ich könnte das nicht. Sie sind jung. Da sieht man diese Dinge noch anders. Und ich beneide Sie fast darum. In Ihrer Jugend. Ist es wirklich nur meine Jugend, in die Sie mich beneiden? Nein. Alle hier lieben Sie. Und ich. Ich besonders. Das wissen Sie. Aber seit dieser Herr Klein hier wohnt, da sind Sie wie verändert. Gehen wir aus dem Weg. Beachten mich nicht mehr. Warum? Wollen Sie mir meine Frage nicht beantworten? Doch. Ich mag ihn. Und ich glaube, er mag mich auch. So einfach ist es. Ach, seien Sie nett zu Frau Wollack. Vielleicht essen wir dann auch wieder mal mexikanisch. Wissen Sie, im Leben muss man immer schön in der Mitte bleiben. Mitmarschieren, aber immer schön in der Mitte. Wenn Sie erst mal an den Rand geraten, dann sind Sie verloren. Sie kriegen einfach den richtigen Tritt nicht mehr. Nur noch stolpern. Prost, Sie junger Mensch. Sie wissen ja gar nicht, wovon ich rede. Und dann hat sie sich einen angesoffen. 4, 5 Schnäpse kippte die weg wie nix. Aber hielt sich wie eine Eins. Ich habe so richtig gemerkt, was für eine Energie von der Frau ausgeht. Ich habe das Gefühl, die ist zu allem fähig. Ob aus Liebe oder aus Hass. Frau Wollack also. Das ist eine reine Vermutung, Stefan. Weiter nichts. Trotzdem, ich kann jetzt nicht länger warten. Die Presse spielt verrückt. Es muss jetzt... Irgendwas muss passieren. Ja, wir können doch niemanden festnehmen. Nein, aber ich habe eine andere Idee. Und die wäre? Mit etwas Glück, Harry, werden wir mit einem Schlag die Lösung. Geschafft! Geschafft! Ich bin engagiert! Ich bin engagiert! Danke! Herr Bach, haben Sie gehört? Ich hab's geschafft! Ich bin engagiert! Das ist ja großartig! Gratuliere! Herr Serbal, ich spiele! Stellt sich vor, endlich darf ich spielen! Ein glücklicher Tag, Beate. Darf ich auch gratulieren? 20 haben vorgesprochen und ich habe die Rolle bekommen. Haben Sie gehört, Frau Wollack? Ich bin ja nicht taub. Ach, Harry, ich bin ja so glücklich. Alle sind eingeladen zum Kaffee bei mir. Ich verstehe, dass man in einer solchen Situation glücklich ist. Oh, das ist ja klein. Du könntest ruhig ein freundlicheres Gesicht machen. Ich kann deinen falschen Ton nicht leiden. Alles bekommen. Und die sind für Sie. Oh, danke. Frau Pacher, Frau Wollack, sehen Sie mal. Sind die nicht schön? Ja, wunderschön. Blumen, wer kam denn auf diese Idee? Na, wer schon. Darf ich mal? So. Sie, was? Rolf? Ja? In 5 Minuten. Ich komme.
einen Moment noch. Es müssen nur noch die Kerzen angesteckt werden. Kerzen steckt sie an. Das ist ja ganz was Neues. Können wir noch nicht rein? Das ist ja schlimmer wie Weihnachten. So, jetzt. Das ist ja ungeheuer festlich. Man sieht sofort, wer zum Theater gehört. Ja, das sieht man. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Jeder, wo er gerne möchte. Was sollst du denn spielen? Ich meine, wie wird das Stück heißen? Ja, darüber haben Sie uns noch gar nichts gesagt. Ein Boulevardstück oder gar eine Tragödie. Tja, ich weiß nicht, ob man so dazu sagen kann. Ich treffe mich morgen mit dem Regisseur und der will mit mir darüber sprechen. Nehmen Sie doch bitte. Den Kaffee habe ich schon eingegossen. Ach, dazu muss ich übrigens noch was sagen. Ich habe ein bisschen Cognac in den Kaffee getan. Das hört sich gut an. Cognac? In den Kaffee? Das hat man früher in Ostpreußen getan. Man nannte es Kosakenkaffee. Wo hatten Sie denn den Cognac her? Irgendjemand von Ihnen war so lieb, mir eine Tüte mit Cognacbohnen ins Zimmer zu legen. Und den Cognac aus diesen Cognacbohnen haben Sie in den Kaffee getan? Ja. Wie das schmeckt, da bin ich aber neugierig. Ich auch. Was sagt man denn da jetzt? Prost! Jedenfalls auf das Wohl von Beate. Nein, ich bitte dich jetzt nicht! Nein, 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 bitte nicht! Mordkommission.